Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rudolfs Check-up, dem Videocast mit Wolfgang Rudolf. Hallo, hier bin ich. Hallo. Tja, meine ganz andere Ecke, das war eben meine Kollegin, die Sie da gesehen haben, die Studiokatze, nicht zu vergessen. Tapsi, die Studiokatze. Ich habe was Neues und damit kann man schön zu Hause auf dem Sofa abends rumsitzen, ganz gemütlich und dennoch alles das machen, was man eigentlich mit dem großen Computer machen kann. Naja, fast alles. Ich stelle es Ihnen mal vor, und zwar ein Meteorit-Netbook auf der Basis von Android. Android, das wissen Sie, das sind diese kleinen Mobiltelefone, diese Smartphones, die haben auch das neue Betriebssystem von Google entwickelt auf Basis von Linux. Und ich habe hier mein kleines Telefon auch dabei, etwas despektierlich sage ich immer Dattelfon dazu, aber ich habe einen Kollegen, der dattelt den ganzen Tag auf diesen Dingern rum. Aber diese Teile, die können ja nun wirklich viel und nahezu alles. Und Sie sehen die Oberfläche hier, das ist im Prinzip das gleiche wie hier. Denn Android ist wirklich gemacht worden für Smartphones. Das heißt, was wir hier haben, dieses Notebook oder Netbook eigentlich, das ist ein Telefon, mit dem man nicht telefonieren kann, ein Smartphone also. Aber mittlerweile sind da Funktionen hineingekommen, wie zum Beispiel Tastatur. Das war am Anfang gar nicht vorgesehen. Und viele andere Sachen. Und deswegen hat es sich jetzt ganz kräftig gemausert und es wird schon so ein richtiger Computer. Gut, ein paar Dinge sind anders, das ist nun mal so. Es ist eben kein richtiger Computer mit dem richtigen Betriebssystem, aber das meiste kann er schon und jeder hat mal klein angefangen. Dieser kleine ist sehr, sehr schön. Warum? Ach, ich spiele einfach mal und zeige Ihnen mal, was er alles kann. Wir sehen ja hier schon das Bild, das ist einfach nur spitze, muss ich sagen. Wirklich einfach toll. Die ganze Farbe, die ganze Gestaltung. Ich will mal was versuchen. Ich weiß gar nicht, ob die Kamera das schafft. Wenn ich das jetzt drehe, machen Sie das mal mit Ihrem Notebook. Jetzt kommt natürlich ein Scheinwerfer rein. Aber die Farbe bleibt im Prinzip. Sie können also wirklich von der Seite sehr gut sehen und selbst wenn ich es kippe, kaum Veränderung. Der Betrachtungswinkel ist sehr groß. Ein gutes Display in so einem kleinen Gerät. Jetzt haben wir hier eine Oberfläche. Er hat insgesamt drei Arbeitsflächen und die kann man einfach, wenn man hier drauf geht, mit der Maus irgendwo in die Mitte und dann schiebe ich die darüber. So, und jetzt habe ich eine neue. Jetzt kann ich hier neue Sachen anzetteln. Was kann ich anzetteln? Na, irgendwelche kleinen Programme da draufziehen. Also, rechte Maustaste gedrückt halten und dann sagt er mir hier unten immer in dem Kontextmenü, abhängig von dem, wo ich gerade bin, zum Beispiel Widgets hinzufügen. Also gehen wir mal da drauf, gucken mal, was er mir dann erzählt. Da hat er also einiges. Eine Analoguhr, ja, die gefällt mir eigentlich immer gut. Gehen wir mal dahin, sagen Klack. Jetzt habe ich eine Analoguhr. Die kann ich natürlich beliebig auf dem Bildschirm positionieren, verschieben oder sonst etwas. Jetzt bin ich schon wieder auf dem anderen Bildschirm. Auf der anderen Seite, da drüben, ist auch noch ein Bildschirm. Den kann ich mir hier rüberholen. Da kann ich dann suchen, irgendwo hingehen. So, das sind also so Grundfunktionen. Jetzt haben wir hier unten Icons. Dahinter verstecken sich letztendlich Programme, Internet und Einstellungen. Und hier übrigens, da in der Mitte, da können wir mal drauf gehen, da verstecken sich die ganzen Apps, diese Abkürzung für Applikationen, für Anwendungen. Das sieht dann so aus, die Oberfläche. Und wenn die Oberfläche voll ist, ja, das haben Sie eben schon gesehen, dann gehe ich einfach dahin, verschiebe das zur Seite und dann kommen dann weitere. Da habe ich noch nicht so viel dahin geschoben, aber es könnte ja voller werden und es ist genug Platz da. Dann haben wir hier in der Mitte so ein Häuschen. Da kann ich drauf gehen, da komme ich wieder auf meine Home-Oberfläche zurück. Und Music Player, Video Player, das können Sie alles selbst einrichten, wie auch immer Sie wollen. Das kann man aber alles sowohl mit der Maus bedienen, man kann auch eine externe Maus anschließen. Da kommen wir an die Schnittstellen, gucken Sie sich das an. Wir haben hier auf der Seite zum Beispiel an der Stelle, da kann ich eine Speicherkarte reinschieben, bis zu 32 GB. Kopfhörer, Mikrofon, das war's. Andere Seite oder erstmal hinten. Netzteil ist klar, braucht man. Netzwerkkabelanschluss, USB-Anschluss, USB 2.0 und hier nochmal zwei USB-Anschlüsse. So, damit sind wir durch. Da können Sie also eine externe Tastatur, eine externe Maus anschließen. Was das Ding kann, zum Beispiel WLAN. Ich bin also hier in meinem WLAN und jetzt habe ich hier oben Funktionstasten. Da kann ich einiges aufrufen und kann es Ihnen zeigen. Auf dieser Reihe da oben, ich gehe mal auf die linke, da sind so
Plötzchen da irgendwie verbunden. Das heißt immer, das ist Netzwerk. Ich drücke nochmal. Da. Hat nicht richtig gedrückt. Und da sagt sie mir Ethernet oder statische IP oder sonst etwas. Dann kann ich von hier aus gleich auf das nächste gehen. Da bin ich im WLAN und da können Sie dann auch sehen, wo ich verbunden bin. Ich habe also hier Bastard und Hafklimt und Kaiser und neue WLANs und so weiter. War ich überall schon drin. Geht ganz, ganz einfach, ganz, ganz easy. Gehe wieder auf den nächste. Das ist dann ein Datei-Explorer. Kennen Sie auch von Ihrem großen Computer. Kann ich in die Directories gehen, in die Unterordner und so weiter und so weiter. Dann das nächste Internet, ganz wichtig. Hier habe ich zum Beispiel schon Wikipedia aufgemacht. Und wenn ich jetzt was anderes aufmachen will, suche hier bei Wikipedia. Was suchen wir denn da mal? Mal was ganz, ganz Schwieriges, weiß ich nicht, Rudolf oder so. Das kenne ich auswendig. So, ach ja, jetzt habe ich hier noch was anderes drin gehabt. Also, das findet er nicht. Ich habe hier zu lange rumgedrückt. Aber ich habe ja meine rechte Maustaste, das ist hier unten. Ein Mauspad, linke Maustaste, rechte Maustaste. Gehe in ein Kontextmenü, das macht er mir hier wieder auf. Und hier kann ich zum Beispiel sagen, neues Fenster öffnen. Jetzt habe ich ein komplett neues Fenster, kann also irgendwo anders hingehen. Und das kann ich mehrfach machen. Ich habe hier natürlich auch die Möglichkeit, gehen wir mal wieder hier drauf, zu sagen, aktualisieren. Lesezeichen kann ich setzen. Ich kann aber auch in bereits vorhandene Fenster mir anzeigen lassen, die ich aufgemacht habe. Hier, da habe ich eben gedrückt wie so einer, der nicht weiß, was er tut und habe da gesucht in Wikipedia, das hat er sich gemerkt. Und alle diese Anwendungen, die ich jetzt eben Ihnen gezeigt habe, sind alle noch offen. Da kann ich sofort wieder drauf zugreifen. Ich kann sie auch zumachen und er verwaltet die alle im Hintergrund, er schiebt sie weg, dass sie nicht viel Rechenleistung brauchen. Jo, das ist es. Jetzt gehen wir aber mal auf so ein paar interessante Sachen zu. Also zum Beispiel Kalender brauche ich Ihnen nicht zeigen und E-Mail brauche ich Ihnen auch nicht zeigen. Musikplayer ist auch eine schöne Sache. Oder gehen wir dahin, das ist diese Applikationsverwaltung, das ist das Programm, das ist auch gleich mit drauf. Sieht so aus und hier habe ich verschiedene Möglichkeiten nach Kategorien und sowas. Ich habe hier gesagt, alles was kostenlos ist, das will ich mir ansehen. Und da gehe ich eben hier zum Beispiel drauf. Locus Pro, was auch immer das ist, die haben vielleicht einen Namen, diese Dinger da. So, und jetzt kann ich hier sagen, kaufen oder eben nicht. Und dann, wenn ich da draufklicke oder wenn es ein freies ist, dann wird es einfach geladen, dann lädt er es runter, installiert es und es steht mir dann als Icon, als App zur Verfügung. Tja, ich bin einfach begeistert von diesem kleinen, tollen Gerät. Jetzt muss ich Ihnen aber noch ein paar Sachen zeigen. Die Home-Taste mit dem Häuschen, die ist hier an der Stelle. Drücke ich da drauf, dann bin ich wieder hier bei diesen ganzen geöffneten Programmen, die ich im Moment hier habe und hier geöffnet habe und kann sie mir direkt hier an der Stelle aussuchen und wieder hineinspringen und wieder öffnen. Da sehen Sie also WLAN, Ethernet, Musikplayer und so weiter. Alles, was ich hatte. Und drücke ich nochmal auf die Home-Taste, dann bin ich ganz zu Hause. Und jetzt kommen wir nochmal, dann gehe ich mal auf die Anwendung und zwar auf diese Seite, die hier links daneben ist, wo die ganz vielen drauf sind und zeige Ihnen mal, dass er wirklich ins Internet kann. Da ist YouTube. Alles hängt natürlich ziemlich dicht an Google. Wenn Sie also Google nicht mögen, dann mögen Sie das Ding hier vielleicht auch nicht. Aber Sie müssen ein Konto in Google haben, damit viele Sachen funktionieren und das läuft im Prinzip ganz gut. Jetzt wollte ich Ihnen mal zeigen, ich habe gestern mal gesucht, ob Rudolfs Check-up hier in YouTube drin ist. Ist es. Und dann gehen wir mal rein und Sie sehen, es ist relativ schnell, was er mir hier aufbaut, was er mir hier holt. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob wir hier irgendwo einen haben, der nicht so lange lädt. Früher, die haben länger geladen und die neuen, die wir jetzt machen, die sind viel, viel schneller da. Wo war es denn? Fun und Action. Also Sie sehen, es ist hier jede Menge drin. Neue Navis, ich weiß nicht, vielleicht ist es das ein neues. So, jetzt wird geladen, er kommt schon mit seiner Anzeige und schon startet er. Und Sie werden gleich sehen, die ganze Geschichte läuft rund und flüssig und einfach schön. Und wenn er jetzt starten würde, aha, da geht's los. Ah ja, es war noch ein älterer, deswegen dauert es ein bisschen länger. So, da haben wir also jetzt unsere Geschichte. Jetzt können wir hier natürlich laut machen und das hören und so. Kennen wir alles, wissen wir alles. Ein Sofa-Rechner. Möchte ich mal sagen. Jetzt haben Sie gesehen, nur ein Bruchteil von dem, was das Ding kann. Aber Sie haben gesehen, dass es schon wahnsinnig viel kann. Es ist schön, klein.
Leider kann ich es nicht in die Hemdentasche stecken, dann würde ich es ja immer mitnehmen. Aber hier meine nette Kollegin, die hier war, die hat gesagt, Frauen haben eine Handtasche. Dafür ist das ideal gedacht. Also vielleicht sollten Sie sich das mal überlegen, ob Sie Ihrer Frau sowas nicht zu Weihnachten schenken sollen, denn die hat bestimmt auch eine Handtasche. Oder Sie schenken beides, eine Handtasche und dann dieses Teil. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, was es kostet. Es kostet 99,90 Euro. Ich habe extra eine Pause gelassen. Ich war nämlich genauso erstaunt darüber, über diesen Preis. Es ist ein sehr schönes Gerät. Und jetzt haben Sie gemerkt, dass ich Spaß mit der Technik habe. Ich denke und hoffe, dass Sie genauso viel Spaß haben, sich das mal ansehen. Ich weiß, was ich mache. Ich rufe jetzt die Miezekatze, die da vorhin wieder uns begrüßt hat. Die kann jetzt zu mir kommen, da wird es ein bisschen gekrault. Ich lege mich wieder lang aufs Sofa, wünsche Ihnen viel Spaß mit der Technik und tschüss.